So, hier habe ich diesmal, soweit ich glaube es ist ein Zombie-Dead-Messer, aber diesmal in einer anderen Farbe. Vorher hatte ich grün, jetzt habe ich mir gedacht, bestelle ich mir auch gleich, oder beziehungsweise ich habe mir gleich ein rotes mitbestellt. Glücklicherweise habe ich bei dem Händler direkt alles durchsucht. Und so sieht das gute Stück aus in Rot. Richtig geil, genauso wie das Grüne. Überall mit Totenköpfen drauf. Oh Gott, auch dieses Messer liebe ich ja jetzt schon sowas von abgöttisch. Ich weiß nicht, wie das da drauf gebracht ist. Ist mir egal. Ich werde das Messer eh niemals irgendwie verwenden. Es sieht halt nur ultra cool aus. Ich liebe diesen Totenkopf-Style sowieso, den machen sie auch viele von diesen Zombie-Dead-Messern. Habt ihr gleich einen Flaschenöffner mit dran, auch wie bei dem anderen. Ein Griff für einen Gürtel, oh, ein Gürtelclip natürlich. Clip für einen Gürtel, ist ja logisch. Ich werde euch auch das Messer, werde ich euch verlinken. Hat, soweit ich mich erinnere, auch wie das restlich oder wie das letzte 6,90 € gekostet plus Versand. Gesamtlänge geöffnet 250 mm, geschlossen 148 mm, Klingenlänge 105 mm. So, ich hoffe, das Ding hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn nicht, ist auch okay. Ihr könnt mir einen Daumen hoch oder runter da lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.